Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und wir basteln heute eine gute Besserung-Karte. Jawohl, und das wird fantastisch, denn so sieht sie am Ende aus. Niedlich, oder? Ich würde mich freuen, so eine zu bekommen. Ihr braucht doch gar nicht viel dafür. Zum Beispiel eine Karte aus festem Papier, A6, das ist eine halbe DIN A4-Seite gefaltet, Schmuckpapier, eine Serviette, Pflaster, Bastelaugen, einen schwarzen Stift, Schere und Kleber. Ihr fangt an mit dem Schmuckpapier. Das schneidet ihr zuerst zurecht und zwar so groß, dass es auf die Vorderseite der Karte passt und zwar mit einem weißen Rand. Das sieht dann am besten aus und das klebt ihr gut fest. Dann nehmt ihr das Pflaster, befreit es von dem Kleber und sucht eine schöne Stelle auf der Karte. Dort klebt ihr jetzt das Pflaster fest und sorgt dafür, dass noch ein bisschen Platz daneben ist, denn wir basteln noch ein bisschen was dazu, nämlich einen kleinen Blumenstrauß. Außerdem bekommt unser Pflaster noch Kulleraugen angeklebt. Falls ihr keine habt, könnt ihr auch welche aus rundem Papier basteln bzw. Papier rund schneiden und ein schwarzes Auge reinmalen. Und so sieht unsere Karte jetzt aus. Jetzt kommt der Stift und wir malen einen neckischen Mund dazu. Jetzt lächelt unsere Karte uns schon mal an. Eine Winkerhand und zwei L-förmige Beine kommen dazu und niedlich sieht's aus. Jetzt nehmen wir die Serviette und machen die klein. Wir brauchen immer nur eine Schicht von der Serviette, nämlich die bunte Seite. Da schneiden wir oder reißen wir die bunten Flächen raus, sodass wir verschiedene Farben haben und machen verschiedenfarbige Kügelchen. Mit den Fingern rollen wir die zusammen und so groß muss es ungefähr sein. Auf dem Tisch drücken wir das Ganze ein bisschen mit dem Daumen platt, dass das nicht ganz so hoch steht und damit kann man das auch besser ankleben. Das machen wir jetzt nämlich mit dem Klebestift, machen wir ein wenig Kleber drauf und drücken nun diese 5, 6, 7 Kügelchen auf das Blatt. Mit der Rückseite des Stiftes kann man es dann, wenn es fertig ist, noch gut einmal andrücken. Nun noch einmal den Stift her, wir malen Stängel an die Blumen und eine Hand, die die Blumen festhält und so sieht unsere Karte jetzt aus. Nur noch gute Besserung, drunter schreiben und fertig ist die Karte. Wie gesagt, ich würde mich freuen, so eine zu bekommen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt oder irgendwelche guten Ideen habt, schreibt es unten in die Kommentare oder meldet euch. Die Kontaktdaten sind unten in der Videobeschreibung. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao.